Siehst du, auch heute eine Legung für dich. Schau mal, ich bringe dir die Dose von der Marianne mit. Ja, danke, liebe Marianne, denn wir machen heute die magische 7. Ja, und ich habe hier meine schöne goldene Tarot dabei und ich werde dreimal die 7 machen. Ja, warum mache ich dreimal die 7? Weil wir dreimal 7 sind. Ja. Sind schon alle erwachsen, ja? Lass uns schauen. Konzentriere dich auf deinen Seelenpartner. Da fällt er mir auch hier runter. Guck dir das mal, das darf doch nicht wahr sein. Gucke an hier. Oh, der ist schon 3x7. Okay, der ist erwachsen. Ne? Doch, doch. Guck mal, König der Stäbe und wow. Also, wie viel ist das? 2, 4, 5. Nanu, was ist das denn? Dreimal die 7. Spürt ihr auch schon den Vollmond Energie? Ja? So, 2, 4, 5, 6, 7. Ja? So, am besten nochmal 7. Moment. 5, oh Mann, so warte mal, 2, 4, 6, 7, so, noch mal 7, noch 3, hallo, noch eine. 2, 4, 6. Ja, genau. Jetzt nehmen wir noch eine und dann hat er sich. Ja, wow, guck mal. Also die unterste Karte ist der Page der Stäbe. Das heißt, also langsam wird das dieses kindliche Verhalten, da ist so ein kindliches Verhalten da. Aber er denkt darüber nach, er Mensch, er muss doch jetzt schon mal ein bisschen erwachsen sein und er kann ja mal auf dich zukommen. Er kann ja mal aus dieser stagnierende, gehängte Energie wirklich rauskommen. Das sind so seine Gedanken, ja? Also im Grunde, er denkt schon von sich selber, ja, er könnte, wenn er wollte, aber ist ja halt schon noch so ein bisschen kindisch, das Ganze. Und ich sehe jetzt hier auf jeden Fall, dass er sich zurückziehen wird. Also, der denkt auch nach, der hat auch das Herz verschlossen. Was in letzter Woche nicht bei dem Herzöffnungsritual dabei? Also, ich habe euch das wirklich empfohlen. Das macht wirklich viel aus, wenn ihr natürlich energetisch da auch wirkt. Und er denkt auch über dich nach, dass du die Königin der Münzen bist. Das nehme ich jetzt hier generell. Also wirklich generell wahr, ja? So, lass uns schauen. Also, gefühlstechnisch ist er total fertig, ja? Also, der Turm ist total fertig und dieses Ganze, was jetzt in ihm ist, das hat ihm so richtig fertig gemacht. Das überkam dieses Gefühl ihm sehr, sehr, sehr schnell. Und du bist die Königin der Schwerter, das symbolisiert für ihn. Du bist jemand für ihn, die auch wirklich sagt, wo es lang geht. Ja, und ja, darum, er weiß es ganz genau. Er fühlt auch, dass er jetzt irgendwie etwas hinter sich lassen soll. Das weiß er. Und er hofft oder spürt, dass es da auch irgendwie schicksalhaft was bei ihm sich bewegt und er fühlt sich so komplett mit dir, mit den 10 Kelchen. Das ist ja super schön, ja. Und ich habe das Gefühl, langfristig fühlte dieses Glücksgefühl da, aber du hast ihm so vielleicht wirklich irgendwie verletzt oder ist was passiert. Also könnte auch so der Fall sein. So, wie geht es denn weiter? Ja, wir haben auch heute einen Portaltag, vergiss es nicht. Wir haben, und das ist so ein bisschen das Selbstmitleid heute. Und wenn du dem aus dieser Opferhaltung rausbringen möchtest, aus diesem Selbstmitleid,
dann melde dich auch bei mir. Schreibst du mir bitte deinen Namen und den Namen von Herzensmenschen, dann kannst du dich anmelden für die Portalkreisenergie. Ne? Weil ich sehe hier, der kommt schon in der Kraft, aber der ist noch immer, soll ich oder soll ich nicht, was soll ich denn machen, so hin und her. Und boah, guck mal. Der ist voll in der Transformationsprozess, da kommt der Tod. Der Tod symbolisiert immer, ja, der muss da durch, ne? Da kannst du dem ja nicht helfen. Der ist ja richtig hier gefangen, also er ist da selber, der ist ja selber in diese Rolle da drinnen, ja? Und im Grunde geht es darum, dass er sich spontan daraus befreien kann. Er könnte ja voll in dieses Gefühl gehen. Das wird er auch, ja. Allerdings, ja, der weiß, also an ihm lastet nochmal eine ganz, ganz, ganz schlimme, schwere Last, ja. Ja, die magische 7, wie du siehst, ja, und auch jetzt schon die Energie von Vollmond. Wir haben ja auch der Mondfinsternis und das spielt sich ja auch natürlich, hat das eine Auswirkung, und der Vollmond im Stier. Auch die Werte werden unter der Probe gestellt. Schau dir auch morgen mein Video an. Es gibt auch morgen ein Ritual. So, und du kannst auch da dich dran anmelden. Schau einfach unter der Videobeschreibung. Das ist ja der ganze Monats- und Wochenangebot. Du kannst ja rauspicken, was jetzt gerade für dich gefällt. Also ich mache das jetzt auch jeden Monat immer zeitig, dass du auch sehen kannst. Dass du dann halt auch vielleicht, wenn du mehrere Sachen buchst, kannst auf mich zukommen. Vielleicht kriegst du dann auch nochmal ein Gratis-Einladung dazu. Da bin ich immer sehr großzügig, ja. Ich freue mich auf dich, kontaktiere mich. So. Oh, gucke an bei deinem Herzensmenschen. Oh, also er hat zwar Zeit zum Nachdenken, gesteht euch noch was Bedenkzeit zu, aber trotzdem, ich habe hier das Gefühl, oh, es arbeitet in ihm. Oh ja, ja, und mit dem Vollmond, je nachdem, wo er sein Mondzeichen hat, ja. Schau dir auch den Taroskop-Kanal an, auch der Aszendenten. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und heute Abend treffen wir uns pünktlich um 23 Uhr. Sei dabei. Ich sage Dankeschön und bis bald.